Hallo und willkommen zum nächsten Video. In diesem Video geht es jetzt um die Akkorde. Akkorde sind Griffe auf der Gitarre, die uns helfen, Stücke zu begleiten. Der erste Akkord, den ich euch zeigen möchte, ist der E-Moll-Akkord. Dafür setzt ihr euren Mittelfinger in den zweiten Bund der A-Saite und den Ringfinger in den zweiten Bund der D-Saite. Das war's auch schon. Nachdem ihr das gemacht habt, wenden wir unsere Zupfübungen an, die wir bereits im Video zuvor gelernt haben. Und zwar auf diese Weise. Der Grund, wieso wir den Akkord zupfen, liegt darin, dass wir so sicherstellen können, ob wir auch alle Saiten vernünftig gedrückt haben, so dass jeder Ton auch gut zu hören ist. Denn wenn wir die Akkorde schlagen, kann es passieren, dass wir vielleicht nicht alles mitbekommen, was eventuell nicht in Ordnung ist. Ihr greift also den E-Moll-Akkord und wendet alle Zupfübungen, die wir davor gelernt haben, an. Zupfübung Nummer 1. Nummer 2. Nummer 3 Nummer 4 Nummer 5 6 und Nummer 7. Ihr könnt den E-Moll-Akkord auch mit dem Zeigefinger und dem Mittelfinger greifen. Das ist auch vertreten, ist auch nicht verboten. Kommen wir nun zum nächsten Akkord, das ist der E-Dur-Akkord. Alles, was ihr dazu braucht, ist der E-Moll-Akkord, den wir gerade gelernt haben. Also Mittelfinger in den zweiten Bund der A-Saite, Ringfinger in den zweiten Bund der D-Saite und den Zeigefinger in den ersten Bund der G-Saite. Und natürlich müssen wir jetzt alle unsere Zupfübungen durchgehen. Das Ziel ist, dass ihr mit allen Akkorden alle Zupfübungen spielen könnt. Nächster Akkord, A-Moll. Ihr seht, ich habe die tiefe E-Saite ausgelassen. Spielt den Akkord ab der A-Saite. Nächster Akkord, C-Dur, da setzt ihr den Ringfinger in den dritten Bund der A-Saite, Mittelfinger in den zweiten Bund der D-Saite und den Zeigefinger in den ersten Bund der B-Saite. Und auch wieder alle unsere Zupfübungen, die wir kennen, anwenden. Die tiefe E-Saite lassen wir aus. Als nächstes machen wir den G-Akkord. Da setzt ihr den Mittelfinger in den dritten Bund der tiefen E-Saite. Zeigefinger ist im zweiten Bund der A-Saite. Und der Ringfinger, der ist im dritten Bund der hohen E-Saite. Und wie immer alle Zupfübungen durchgehen. Jetzt machen wir den A-Dur-Akkord. Dafür müsst ihr alles im zweiten Bund platzieren.
den Zeigefinger in den zweiten Bund der D-Seite, den Mittelfinger in den zweiten Bund der G-Seite und den Ringfinger in den zweiten Bund der B-Seite. Und wir wenden unsere Zupfübung an. Dabei lassen wir wieder die tiefe E-Seite aus. D-Dur. Zeigefinger, zweiter Bund der G-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, hohe E-Seite. Und der Ringfinger ist im dritten Bund der B-Seite. Hierbei lassen wir die tiefe E-Seite aus. Beginnen werden wir aber mit der D-Seite. Ihr könnt also zwischen der D- und der A-Seite wechseln mit dem Daumen. D-Moll, da haben wir den Zeigefinger im ersten Bund. Erster Bund, hohe E-Seite. Mittelfinger, zweiter Bund, G-Seite. Und der Ringfinger im dritten Bund der B-Seite. Alternativ könnt ihr auch den kleinen Finger anstatt den Ringfinger auf die B-Seite tun. Das gibt es auch, wird auch sehr häufig gemacht. Und hier beginnen wir auch mit der D-Seite.